Das war falsch. Rot, rot ist böse. Rot ist nicht gut. Okay, aufpassen. Started your core systems. You weren't making any sense. And to be quite honest, I'm fucking terrified right now. But anyway, without you, I'm not going anywhere, so. Welcome back. Okay, first off. Let's try this again. Sam, voice authenticate. Dr. Emma Fisher, 140412. Hallo. Ich mal wieder. Heute mit Observation. An Random Monday. Was? Kein VR? Kein VR-Spiel an Random Monday? Kein VR-Spiel. Nein. Hat folgende Gründe. Wieder ein technisches Problem. Oh, scheiße. Ja. Ein Sensor von der Vive Pro ist defekt. Neues ist bestellt. Deswegen gibt es jetzt Non-VR. Eigentlich war geplant, kein VR, Non-VR mehr zu machen. Aber irgendwas müssen wir ja machen. Also machen wir das. Okay. Mal gucken, wie das funktioniert. Ich hab's wieder teilweise vergessen. Check. Check successful. Mama, Analyse. D. Die Kamera anpassen. Dass man mich auch sieht. Ein bisschen runter. Gut. Ja, sind wir mal. Sind wir mal nicht so. So, Sam. Here's the deal. I'm stuck in the EAS arm for now. Was haben wir letztes Mal gemacht? Bei Observation. Wir sind Sam, die KI, mit der diese junge Dame interagiert, also mit uns interagiert. Ja, das, was sie gerade gezeigt hat. Sind wir dann später irgendwie, können wir steuern. Wir sind auf einer einsamen Raumstation. Mit mysteriösen Gestalten. Almost there. Just a sec. Die wir noch nicht wissen, wer oder was sie sind. Shit, that's not it. Ja, so weit, so gut. Okay, Sam. I have rigged a connection sphere for you to use. You should be able to take control of this and... Mann, in VR war so viel geplant. Ich weiß, ich beschwere mich so oft, oder eigentlich jedes Mal. Ich muss lachen. Die bestimmten Personen wissen warum. Aber ja, wenn alles funktionieren würde, wäre es ja langweilig. Looking good, Sam. Okay. Aber es ist Großes geplant, das kann ich jetzt schon mal sagen in VR. Wäre gut. Ah, steuern. Gucken geht nicht. Time left. Great. Now turn around 180 degrees to face me and fly back. Okay, geht auch. Okay.
Something isn't right. Hang on. Ja, ein bisschen übersteuert. Die Mini-Triebwerke. Try again. Ist ja ein bisschen angepasst jetzt, oder? Hoffe ich doch mal. Was soll ich machen? Boah, immer noch mega. Da müssen wir halt fein fliegen. Nicht so hastig. Kein Flugsimulator. Good. There are more controls for translation and rotation, but I'll let you figure them out. Okay. You should still be able to identify objects and relay information to me like any other camera. Bla 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 bla. Right now. Was? Ach so. The Sphere CO2 refill station is online. Okay, great. That works. Now, you can release yourself from the sphere and return to your main OS just like before. Try it now. Sphere tracking is online, so its location will be displayed on your station map. To reconnect to your sphere, you can either quick connect directly from your map, or you can use a nearby module camera to access it. Reconnect to your sphere now. Great. Can't believe that all actually worked. Right, so... The rest of the station is dark, and the horizon arm is running on emergency power. The solar panels give us next to nothing this far from the sun. However, we do have an experimental fusion reactor on board. The EFR. If that can generate enough power, we can maybe get the universal hatches open. See what you can do. I'll try to find a way to contact the rest of the crew. Wenn da überhaupt noch welche sind, zweifle es. Warum ich gerade dieses Spiel ausgesucht habe? Ja, ein totaler Fan von Sci-Fi-Zeugs. Irgendwie das Spiel hat es mir doch ein bisschen angetan. Auch wenn ich jetzt eigentlich, wie gesagt, keine Non-VR-Spiele spielen wollte. Mich komplett nur auf VR konzentrieren wollte. Viele wollten es. Oje, oje. Fand ich es doch eigentlich ganz cool. Okay. Was machen wir? Auf ES1 zu greifen. Ist das ja ganz da unten? Nee. Kann man nochmal. Ah. Kuhn E. Da könnten wir, glaube ich, durchfliegen. Muss man echt irgendwie noch zurechtkommen. Ja gut, schätze mal, wir gehen jetzt erstmal zur Fähre und starren jetzt dahin. Wir müssen ja jetzt zur EAS-01 zugreifen. Ich würde jetzt mal sagen, ich fliege jetzt da einfach mal hin. Ich schwebe da jetzt. Das heißt, wir können ja Wegpunkte machen. So. Da. Gott, wie das strebt sich nicht. Das ist extrem. Jetzt. Sam, was that you? Ja. I think the backup batteries are struggling to cope. Hang on a sec.
Mach mal Licht an. I. Ah, dann besser. So wie es aussieht, ist das gewollt. Mit der Steuerung. Okay. Ui. Muss ich was mit dem Arm machen? Mann, ich höre der Frau einfach nicht zu. Das ist so ein großes Problem von mir. Ich höre Frauen nicht zu. Was will die jetzt? Ich weiß es nicht. One for May, Sam. Hey, Mitteilung für May. I'm having to put experiments on hold over here for yet another round of EFR reactor tests. So you're cleared to use the connection spheres after all. They're configurable for external use. I've left firmware QRs in the airlock so you can scan and flash the sphere before you head outside. Enjoy. Message ends. Wir haben ja letztens gelernt, die X-Taste funktioniert in dem Spiel scheinbar nicht. Mit Backspace kommt man raus. Sonst. Bis ich das herausgefunden habe. Die X-Taste! Doch, X-Taste. Das gucken wir uns ganz, ganz genau an. Auch zoomen? Nee, kann man nicht. Nie kann man zoomen. Message for home, please, Sam. Hey guys, it's like 4 a.m. with you, but we just went by Florida and I saw Jacksonville all lit up. It never gets old. And well, I just wanted to say hey. Hey. Things are great up here, and work is going smoothly, although Houston keeps changing their minds on what they want me to focus on. I'm hoping I'll get more info soon, though. Still, it's all good. Message ends, good. Sam. Ja. Gut, dass alles gut ist, aber eigentlich ist nichts gut. Denn du bist tot. Bestimmt. Ja, Essen 1. Wiederholen wir das noch mit Sicherheit. Please repeat your previous request. Mach mal, weil ich nicht zugehört habe. I think it's in EAS 1, but it might be locked down. Okay. Machen wir. Das heißt, EFA ist Mr. In hier. Dass die Kamera sich dreht, das ist so, das regt mich so auf. Das ist so verwirrend. Kann es nicht einfach statisch sein? Da müssen wir durch, stimmt schon. Gott, beruhig dich. Ich muss dann wie komme ich da rein? Denk nach Logik. Gehen wir da rein. Aber ich glaube, das war das Feuer, was wir in der letzten Folge gesehen haben. Ich kam. Komm ich von da oder kann ich von da rein? Keine Ahnung. Ah, nee, das ist. Das ist EAS. Ist das EAS 5? Das ist EAS 2. Ja, stimmt schon. Bin einen Schritt zu weit geflogen. Ich glaube, eigentlich muss man diese Tasten gar nicht durch. Ich kann auch einfach. Kann ich.
Was ist, wenn ich dreimal die falsche... Letztes Mal habe ich mich ja auch gewundert, hat es funktioniert, dass ich einfach nur die linke Taste gedrückt habe. Das fand ich ein bisschen strange. Warum muss ich da Zahlen drücken, wenn ich da auch nur die linke Taste drücke? Aber okay, gut. So macht's mehr Sinn. Technische Zeichnung der Schaltung in der EAS-Lukentür. Dies ermöglicht es dem Benutzer, den Geräten vom... Ich lese doch gerade. Okay. Dies ermöglicht es... Ja. Danke. Dies ermöglicht es, Anweisungen zu erteilen, etwa beim Versagen des... Versagen des Interfaces oder zu Testzwecken. L1, L2, L3, öffnen, schließen, entriegeln, versiegeln. Muss ich... Ah, okay, da unten steht's auch nochmal. Ich muss mir das nicht merken. Okay, gucken wir einfach mal. Wir haben ja Zeit. Keine Hektik, hier explodiert ja gerade im Moment nichts. Oh, beruhig dich. Schaltplan im Karam... Im Karamellmodus. Ach ja, Sam kann nicht interagieren, sondern nur die Kameras können interagieren. Dumm. Einfach nur dumm. Okay. Ah, okay. Das gibt für alles immer. Ja, gut, es ist wahrscheinlich immer der gleiche Schaltplan. Erstmal. Öffnen, schließen, entriegeln, verriegeln. Wahrscheinlich erstmal entriegeln, würde ich sagen. Die Luke ist. Ist die Luke auf? Machen wir sie einfach mal auf, logisch, einfach auf. Ist hier. Das muss ich mir echt merken. 4, 3, 4. Verriegelt, okay. Müssen wir erstmal entriegeln. Entriegeln. 5, 2, 4, 4, 3, 3, 2. Ich hab's vergessen. 4, 4, 3, 3, 2. 4, 4, 3, 3, 2. So, entriegelt. Ah, okay, öffnet sich von alleine. Okay. Time left. Time left. You have 36 minutes and 31 seconds left. Ja, das Spiel ist halt mega entschleunigend, finde ich. Also es hat so spannende Situationen. Aber ansonsten ist das echt entschleunigend as fuck. I have no idea how that thing works. It was something Josh was working on. Okay. You're pretty much on your own, I'm afraid. Bloß keine Scheiße bauen. Do what you can, just get it online. Erstmal angucken. Zeit. Magnetstärke. Oh, die Zeit. Ja, es ist Zeit. Okay, los. Okay, einspritzen. Ja, ja, okay, okay. Ich erinnere mich. Glaube ich. Die müssen... Nein. Ich muss da weniger machen. Genau. Das muss hier in einem Kreis rein. Ja, passt. Hier brauchen wir ein bisschen mehr.
Ja. Hier wieder mehr als 10 Sekunden. Ei, wo ist die? So macht man's nicht. Jetzt zeige ich euch, wie das richtig funktioniert. Aktivieren. Lass mal einspritzen. Okay, mach mal mehr. Wir müssen hier auf Safe-Position. Safe, okay. Da braucht man auch ein bisschen mehr. Wieder auf Safe-Position. Okay, hier weniger. Hier weniger. Das passt, das sind hier weniger. So, safe. Bam. Licht. I'm running low on oxygen, so let's get a move on. Sorry. Okay, hier hätten wir uns merken sollen. Habt ihr aufgepasst? Ich nicht. Da ist W, die 4 und mein Kurzzeitgedächtnis. Das war falsch. Rot, rot ist böse. Rot ist nicht gut. Okay, aufpassen. Pupille, Dingens, zum Mittelpunkt. Pupille, Dingens, zum Mittelpunkt. Erinnert mich irgendwie an wie heißt der Film, irgendwas mit Pheromonen. Ach ja, ich habe letztes Mal schon wieder was gesagt mit Pheromonen. Nicht Sphere. Ach, ich weiß auch nicht. Aber viel mehr Zeit. Scheiß Mückenstiche. Nein, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Pillekisten Pfeil. Pillekisten Pfeil Fünfeck. Pupille Kisten Pfeil. Ah, da. Ich dachte schon. Gut. Pupille. Radio. Kisten. Pupille, Radio, Kisten. Pupille, Radio, Kisten.
Komm, ist ja wie im Kindergarten. Nicht gut. Da war mal kurz das Bild weg. Aber ihr habt nichts verpasst. I don't know why or how you were doing this. If you are doing this, but I need you to help me, Sam. I need to know what is going on. The crew. Well, the power is back, but the hatch to Universal is still offline. I need you to find out what the problem is. Sam, give me a systems diagnostic. Alles brennt. Module EAS-1 is pressurized. Well, the problem must be somewhere else, then. Power in module EAS-1 is online. Don't worry about EAS-1. Just work out why I can't access Universal. Okay, sorry. Module UN-1 hull contact points to EAS-3 are unresponsive. This sounds bad. Okay, so the power is fine, but the hull connection points are misaligned. That we can fix. I can't get them open from here, but you should be able to reclamp the contact points from outside. Looks like you're going on your first spacewalk, Sam. Before you go outside, though, we need to update your sphere firmware to allow for exterior use. To upgrade, you'll have to scan the barcodes in EAS-11. Once you're fully updated, we'll get you outside. I'm granting you EVA permission now. The internal airlock hatch is now open. Okay. Ich muss jetzt also zur 11. Ja, hier ist ein Upgrade. Okay, Sphäre ist da. Wir gehen zur 11. Wo ist die 11? Oh, ist die 11. Ich war doch in der Mitte irgendwo. Normalerweise gibt es immer irgendwo Schilder. Sogar im Krankenhaus gibt es Schilder. Überall. Bahnhof, Schilder. Warum haben die hier keine Schilder? Woher soll ich wissen, wo jetzt welche Tür was ist? Dumm, einfach dumm. Und dann dreht sich die beschissene Kamera. Ja gut, aber ich weiß, ob ich jetzt. Oder. Das ist EIS-10, ja. Das ist ein bisschen zu weit. Und zwar hier. Doch hier. 11. Ja. Barcode. Gib mir den Barcode. Au. Barcode. Barcode. Ich soll doch so einen behinderten Barcode scannen. Oder ist das Update direkt an... Nee. Boah, Alex, ich stelle mich wieder. Ah, da. Da ist es. Ja, 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 ja. Ja, Barcode. Ja. Okay. Skript A.
ein HVC Hochvariationscode, okay, ein HVC, desselben das Binärscript Spheres Upgrade X1 RLK Bin zur Verfügung stellen. Muss mit einem passenden Compiler im SamOS Mainframe kombiniert werden. True. Ein HVC, das Binärscript Sphere Upgrade ext2rlk.bin zur Verfügung stellt, muss mit einem passenden Compiler bla bla bla. Das hat mich doch schon mal. Und natürlich ein HVC, bla bla, deshalb. Dateienkombination jetzt verfügbar. Dateien im Speicher können kombinieren. Speicher gehabt. Datei kombinieren. Was genau muss ich jetzt suchen? Das jetzt? Ja, okay. Das heißt, ich kann jetzt, oder? Jetzt dann aus. Wahrscheinlich muss ich wieder Kamera wechseln, weil der ja zu blöd ist. Um maximale Mobilität und Abstimmung vor dem Vakuum zur Erreichung gibt es mindestens 3 Sphären-Upgrades für weitere Fähigkeiten, die bei der Ausführung der relevanten Tätigkeiten hilfreich sein können. Bei einer Aktivität im freien Raum, extra Vehicular Activity, kurz EVA genannt, kann ein Scan der entsprechenden Upgrade-Codes mit der Sphäre in EAS 11 neue Firmware installieren und diese Möglichkeit aktivieren. An einem Terminal oder durch eine Anfrage an Sam kann der Benutzer den Script-Compiler mit allen Update-Scripts kombinieren und deren Möglichkeiten aktivieren. Sind diese Möglichkeiten einmal aktiviert, bleiben sie permanent installiert und können nur durch einen kompletten Systemneustart entfernt werden. Cool. Jetzt reicht's aber auch, jetzt kannst du aber mal die Tür aufmachen. Ja, da geht dann natürlich die Verbindungsfähre. Ui, 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 ui. Da. Lass mal intern nochmal zu. So, Dekompression. Und explodiert uns der Scheiß. Auf. The control panel where you can rearrange the clamps is on the outer hull of EAS-3. We could maybe check out EAS-12 while we're out here. Oh, da muss ich sofort an Interstellar denken. Eines der geilsten Filme überhaupt. Meiner Meinung nach. Straight down, Sam. The controls are at the bottom of the EAS arm. Ganz unten am EAS arm. Getting closer. Look for the controls on EAS 3.
Ja, weil das halt auch super zu sehen ist, welches davon was ist. Jetzt schon verwirrt. Das ist 7. Nee. Urballer. Okay. Beruhig dich. Hier ist 4. Von da kam ich. Ich bin's gewohnt, mit Leertaste aufwärts zu fliegen. Typische Angewohnheit in anderen Spielen. Ich fliege jetzt einfach mal dahin. Das ist es nicht. Okay, weiter so. Es hat gesagt, ich bin ganz nah. Ich sehe es kommt, das wird jetzt die meiste Zeit benötigen. Ja, S2. Okay. Ja, S5. Aha, okay. Da. Nee, warte. Nee, das ist der Weg zurück gewesen. Also nochmal. Oh, Alter, was hat er? Nochmal. Da ist er als 2. Oder hätte ich da doch sein müssen? Nee. Hey, da seid ihr kaum mehr. Ach, er ist 3. Ja, ja, sag doch gleich, er ist 3. Ja, er ist 3. Blinkt was. Ist das vielleicht das, was ich suche? Hm, nee. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nochmal. Ja, S11 ist da. Wenn ich mir die Karte anschaue. Ach, scheiße, ich komme gar nicht. Oder? Na. Natürlich nicht. Aber. Okay, okay. Wir sehen ja hier, so ist die Raumstation aufgebaut. Dieser Ring ist UC, russisch ist der eine Arm, der kleine Arm ist chinesisch und die europäisch-amerikanische Föderation, wie auch immer, ist dieser längere. Das ist schon mal gut zu wissen. So, wenn wir uns jetzt
die Raumstation ganz genau betrachten. Wir haben ja hier diesen inneren Ring. So, russisch, chinesisch, europäisch. So, dieser Arm ist ERS. 11 ist scheinbar getrennt. Da kommen wir eh nicht hin. Das schafft auch dieses kleine Dingens da nicht. Okay. Und das 11 ist. Das ist 6. Hoppala. Ich muss von außen betrachten. Das ist 8. Das andere 9, das ist dann 6. 2. 4. Logisch gesehen müsste dann das doch dann 3 sein. Was ist das da? Was ist? 1. Wir suchen. 3. Fünf, zwei. Zählen kann ich schon mal. Das ist schon 4. 7. Oh Gott, oh Gott. Dann ist. Nee, das ist wieder der innere. Das kann nicht sein. 3. Haben wir es doch. Das ist 3. So, jetzt müssen wir noch die Luke finden. Da. So, wir sind im Game. Hat nur Jahre gedauert. Okay. Wird ja klappen. Hatten. Drauf bleiben, sorry. Naja, wahrscheinlich beides gleichzeitig, okay. Loslassen. Erst loslassen. Nice, da ist. Und die Sounds sind halt richtig gut. Da hat man echt so ein richtig geiles Feeling. Loslassen. Erst loslassen. Und der letzte. Connection runs its pressure checks. Sam, while you're out there, take a closer look at the damage you detected earlier on the station exterior. What can you see? Was ich sehen kann, ist eine Katastrophe. So kommen wir nicht nach Hause. Kann ich jetzt schon sagen. Nicht mal von diesem Planeten kann ich dir was erzählen. Der ist im Vergleich zu dem ganzen Rest wunderschön. Okay. Kontenance. Schädenbericht.
Schadensbericht meine ich. Schädenbericht. Also, wir haben hier ein beschädigtes Teil. Das ist beschädigt. Unknown material is present at hull fracture points. That looks like what I found in EAS-4. Mm-hmm. What the hell? Schwarzer Schleim oder so. Bring the sphere back inside and meet me in EAS-3. Let's get this hatch open. I hope to God the others are okay. Stromverbrauch. Okay. Was müsste das hier sein? Jedes Mal. Wir sind hier auf Ehre. Wir müssen. Das kann ich hier noch, glaube ich, sagen. Kann ich das noch sagen? Nein. Dass dieses verflixte Ding da mindestens 50 Meter weit weg ist. Okay, keine 50. 10? Keine Ahnung. Ja, ich gehe schon. Zu kommen. Ja gut. Ach da. Time left. You have 7 minutes and 10 seconds left. So, mal wieder zu. Sauerstoff rein und oh. Das war's. Akku leer. Doch wieder da. Achso. Ich dachte, ich könnte hier wenigstens sagen, dass Akku leer ist. Scheinbar nicht. The hatch lights are on. Looks like the connection to Universal is holding. Great work, Sam. Now, lift the lockdown on the hatch, please. Okay, ja, ist drei. Ja, ist drei. Achso, das ist sie. Müsste dann hier die Luke sein. Ja. 4 und 4. Erstmal entriegeln. 4, 4, 3, 3, 2. 4, 4, 3, 3, 2. Okay, that's it open. Here we go. Ja, nehme ich mit, genau. Ich will auch was sehen von der Welt. Hello? Time to end video soon. Elsa? May? Stas? Where the hell is everyone? Jim? Nein, nicht Jim. Bitte haben Sie nicht Jim mitgenommen. Josh.
Nein, Josh. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Er lebt nicht mehr. Er sie ist. I'm so sorry, Stas. Looks like it was exposure. It must have been depressurized at some point before. Sorry, mate. Fuck, I'm so sorry. That's your universal camera systems back online now. So keep an eye out for anything while you work. Gut. Ich denke an den Punkt. Oh. May, it's Emma. You have no idea how happy I am to hear you. Emma. Oh my God, Emma, I'm stuck in Shenzhou. Where are you? Ist noch? We've just made it to Central. Who is we? Me and Sam. I don't know where anyone else is yet, except Stas. He's dead, May. Es gibt noch niemand? Oh, God. Jetzt doch, wir sind alleine. It looks like Central depressurized. It's okay now, though. He's in his suit, but I don't think he had O2. What about Jim? Josh? Ailsa? Nothing yet. We had like a full power outage. Sam has lost most of his functions and we're slowly getting him back up to speed. Okay, I'd like to help, but I'm stuck in the Chinese arm. There's something wrong in UN3. It's all locked down. I'll get Sam to look into it right now. Sam, check the station alerts. Make that the priority if you can. Genau, und an dem Punkt machen wir jetzt Cut. Ich denke mal, eine weitere Folge werde ich jetzt noch aufnehmen. Ob ich die hochlade? Vielleicht. Kommt drauf an, ob der Sensor für die Vive die nächsten Tage ankommt. Wir werden sehen. Auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall ein interessantes Spiel, werde ich auf jeden Fall weiter verfolgen. Wenn Non-VR, dann dieses Spiel. Ich denke mal, das wird uns noch etwas länger begleiten. Und dann schauen wir einfach mal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da, abonniert den Scheiß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.